Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir sind momentan, Ich glaube, ich ich habe. sag mal so, Wie heißt das noch? ohne richtige Quests unterwegs, also keine aktive, die ich jetzt, oder keine Quest, die ich jetzt wirklich aktiv verfolgen kann, möchte, also keine wichtigsten Quest. Ryujin könnten wir ja noch machen. Aber ich würde jetzt tatsächlich mal ab jetzt ein paar von den kleineren Quests mal erledigen wollen. Wir sind ja schon Stufe 31. Hier, da hat's geruckelt. Sarah ist auch gerade nicht da, weil wir eigentlich zur Sternenwerft müssten. Haben ja jetzt auch die Quest kurzsichtig aktiv. Aber ich würde die jetzt vielleicht mal. Oder Kraft hier aus dem Jenseits. Würde ich später mal machen. Ich würde das hier vielleicht machen. Ich mach mal die kleineren Quests. Wir haben hier einige kleine Quests. Und dann erledigen wir das. Keine Ahnung, da kriegen wir vielleicht irgendwie noch was Besonderes oder sowas. Ich würde mich freuen. Wir sind auch schon relativ weit Steigert das vorangekommen. vielleicht die Produktivität? Überleg dir das lieber Und dann, was Sarah angeht, haben wir ja unser Ziel nochmal. Ich erreicht. weiß nicht, ob die Varun-Fanatiker im Weltraum leben, von ihrem Heimatplaneten. Wir haben sie uns geklärt, sagen wir. Das klingt irgendwie ganz, ganz komisch, ganz böse. Aber ja. Sollen wir was haben? Ne, nichts reparieren. Hat hier null. Wir? Null Credits. Apropos, wir hatten ja ein Schiff vorhin. Schiffseigentümer müssen sich um Parasiten. Okay, kein Problem. Wir hatten ein Schiff, das wir jetzt nicht haben. Okay. Was hat er eigentlich für Du Schiffe im findest Angebot? sicher was, was dir gefällt. Ich hätte Bock, mir mal ein Schiff zu kaufen. Hier Rambler 2. Die Galileo 2. Der sieht krass aus. Auch relativ groß. Viel Frachtraum. Und an der Seite ein Eingang. Aber Reaktorklasse B. Hier Econo Hull, auch A. Windicator. Sieht auch cool aus. Crew 6 sogar. Hier Crew 7. Dragonfire. Der sieht übelst geil aus, muss ich sagen. Kostet aber auch nicht allzu viel. Asphalt CB. Ja, sieht aus eher wie so ein Frachtschiff. Shieldbreaker, den könnten wir auch noch nehmen. Der war irgendwie mein, Dings, aber warte mal, ich würde dann lieber vielleicht den hier kaufen wollen. Der hat richtig viel Platz. Warte mal, was ist denn das denn für eine Station, die er vorne hat? Komm, ich kauf den mal. Ja. So, meine Schiffe. Klar, nur zu. Das ist jetzt mein Heimatschiff. Klasse C, Crew 7. So, okay, warte mal. Ich würde das aber gerne einmal auch nochmal umfärben, ja? Hier machen wir das. Alles nochmal auf schwarz. Hier auch nochmal alles auf schwarz. Und. Nee, das war jetzt.
Ja, okay, dann lassen wir das hier auf knallrot. So, zwei Warnungen. Egal. Annehmen. Ich würde den gerne mal jetzt benutzen. Haben wir mal ein Schiff gekauft? Jo, okay. Hey, ich versuche mich zu konzentrieren. Ja, halt die Klappe. Stroud und Eklund. Auch wieder Stroud und Eklund-Teile überall. Aber... Alter, geil, was das hier für ein Dings hat. Ein Cockpit. So ein mit Treppen. Der ist ja nice. Hier ist das alles schön versteckt. Okay. Scheint cool auszusehen, auf jeden Fall. Ich will mir das mal von innen ansehen. So, wie sieht's aus? Hat der hier Teile? Nein, hier hat er nichts. Dragonfire. Einsteigen. Ich will mir das jetzt mal ansehen. Okay, hier kommen wir direkt rein. Hier haben wir direkt die Kapitänskajüte, wie man sieht. Ach. Ich komme direkt von der Kapitänskajüte hier hin. Direkt. Alter, wie geil. Okay, nice. Ich will aber hier noch gucken, da gab es ja noch einen Weg. Irgendwo hier. Okay, hier haben wir normalen Wohnbereich. Okay, hier haben wir Maschinenraum. Hier kann man nochmal rausgucken. Noch weiter nach hinten geht es hier jetzt nicht. Hier ist Docking Station. Okay. Hier kann man auch nochmal rausgucken. Ah, okay. Hier haben wir die Waffenwerkbank. Anzugwerkbank. Industrielle Werkbank. Haben wir hier auch ein Forschungsding? Nope, hier haben wir kein Forschungslabor. Hier gibt es aber auch nichts mehr, wo es weitergeht. Okay, gehen wir mal nochmal nach vorne. Hier haben wir noch eine Tür. Ah, okay, hier haben wir die Waffenkammer. Okay, nice. So, okay, wenn wir jetzt hier nochmal nach oben gehen. Warte mal, was? Wo haben wir jetzt eigentlich das für unsere Items? Es fängt an zu regnen. Ah, hier. Revenant müssen wir mal mitnehmen. Die Credits. So, Muni, Medipacks. So, sonst haben wir hier nix. Warte mal.
Okay, hier haben wir noch so viel Müll. So, Kleidung, Konzerne, Arbeiter, Leder. Unterhilfsmittel, Algen, Algensnack. Angebissenes Sandwich, die nehmen wir auch mal mit. Die können wir gleich alle mal benutzen. Boah, ich frag mich, wie solche Chunks eigentlich schmecken. Ich würde gerne schon mal so Chunks mal probieren, muss ich ehrlich sagen. Die sehen schon eigentlich lecker aus. Boah, Ramen hätte ich jetzt auch voll Bock. So, Rahmnudeln. Wodka nutzen wir mal nicht. Hier haben wir so viel Müll. Und hier sehe ich jetzt keinen Dietrich, oder? Irgendwas Wichtiges, vielleicht? Nope. Irgendwie nix. Nierenschale? Schreibtischassistent Egmont. Okay. Nice. Becher-Trick, okay. Terror-Brew-Deckel. Warum habe ich sowas einfach da? Ich habe hier so viel Schrott, aber hier sehe ich jetzt auch noch nichts Sinnvolles. Also nichts Sinnvolles jetzt für mich. So, wenn wir jetzt hier unser Hilfsmittel gehen, können wir das direkt verspeisen. Was? So, Box Grog. So. Kriegen wir es sicher hin, unsere Gesundheit wieder voll zu kriegen, nur mit Essen. Oder kriegen wir das hin? Ich hoffe. Alter, wie viele Kartoffeln habe ich so mit? Kefir? Medipack, Milch. Wer war eigentlich hier einkaufen? Den leer. Das war's. Ja gut, Ui. Hat einen Effekt. So, was haben wir hier? Hier haben wir Vasco. Mehr haben wir hier jetzt auch nicht. Wo ist eigentlich die Crew? So, Schiff.
Wo ist der Rest meiner Crew? Nee, jetzt hätte, wo ist meine Crew hin? Ja, mach das mal ruhig. So, wo will ich hin? Abgeschlossen. Du kannst landen. Ich will aber nach darin. Wir müssen auf jeden Fall auch einen stärkeren oder besseren Antrieb nutzen. Stroud, Eklund, Sternwerft. So, rufen wir die mal. Willkommen bei der Stroud, Eklund Werft. Andockerlaubnis erteilt. Ja, ich würde jetzt sofort gleich andocken wollen. Ich vermisse jetzt aber gerade wirklich meine Crew. So, und einsteigen. Hallo. Moin. Ich bin Walter Stroud. Im Namen von Schönen Stroud Tag Eklund. Noch. Willkommen in unserer angenehmen Aufenthalt. Sternenwerft bauen wir Revolution. Das so schnell zu bauen hat sich ein. So, okay, hier. Da muss ich reden. Wird ein Design aus technischen Gründen nicht funktionieren. Du willst Technologie, die noch gar nicht existiert, Frank. Ich bin gut in meinem Job, aber du bist verrückt, wenn du denkst, dass ich sowas hinkriege. Konzentrieren wir uns lieber auf Altbewährtes. Altbewährt ist halt furchtbar öde. Mir gefällt Franks Design, aber könnten wir daraus ein Forschungsschiff machen? Irgendwas zur Erforschung des Deep Space? Keine schlechte Idee, aber weißt du was? Was sagst du dazu, Neff? Vielleicht hast du ein paar Marketing-Tipps für uns. Okay, aber wenn wir stattdessen auf die familienfreundliche Variante umschwenken, dieser Markt ist wesentlich größer als der für Entdecker. Das ist nicht dein Ernst. Das, geht in eine etwas andere Richtung als erwartet, ist aber gar keine schlechte Idee. Ich fürchte, das lässt uns kreativ nicht viel Luft. Na, hat recht. So etwas ließe sich einfach bauen. Die Finanzleute schlagen daraus sicher ordentlich Profit. Danke. Aber ein Schiff ohne viel Schnickschnack, mit großem Frachtraum, dürfte wesentlich praktischer sein und schneller umsetzbar. Tja. Wenn das was werden soll, müssen wir uns auf irgendwas einigen. Wir sollten einfach mal in eine andere Richtung denken. Okay, na gut. Dann gehen wir eben nochmal alles durch und überarbeiten alle Entwürfe, bis Walters Consultant oder was weiß ich hier ist. Ich bin auch hier. Am Ende wohl ohnehin nicht unsere Entscheidung. Sprich mit Jules. Guten Tag. Hallo. Ich bin hier, um über dieses neue Schiffprojekt zu sprechen. Du bist sicher Walters Kollege. Genau. Er hat mich informiert, dass du Projekt Kepler übernimmst, obwohl wir dafür schon ein ganzes Forschungs- und Entwicklungsteam haben. Aber schon okay, du machst garantiert einen guten Job, auch wenn du praktisch keine Erfahrung in dem Bereich hast. Ich werde mein Bestes versuchen,
Wenn du weiter so passiv-aggressiv bist, wird Walter davon erfahren. Ja, bringen wir es hinter uns. Ehrlich gesagt habe ich immer noch keine Ahnung, warum Walter mir das anvertraut hat. Klasse. Das ist, klasse. Hm. Cool. Tja, wir haben wohl keine andere Wahl, also ran an die Arbeit. Ach, kein gutes Zeichen. Wie du vielleicht weißt, sollen wir das nächste Top-Raumschiff für Stroud Eklund entwickeln. Aber wir haben Budgetprobleme, müssen Marktforschung betreiben und können uns auf kein Design einigen. Walter will wohl, dass du die Probleme löst, also leg los. Ich glaube, ich verstehe. Ich bin Schachtler. Ja, lass mich einfach machen, dann kannst du vielleicht noch was lernen. Kannst du mir ein bisschen was über das Team erzählen? Warum könnt ihr euch nicht entscheiden, welches Schiff ihr bauen wollt? Es gibt viel zu berücksichtigen. Was ist unsere Zielgruppe und was für ein Schiff will sie haben? Welche Komponenten wollen wir einbauen? Wie schnell soll es sein? Wie viel Fracht soll es laden können? Welche Farbe soll es haben? Wir gehen bis ins kleinste Detail. Kannst du mir ein bisschen was über das Team erzählen? Na klar. Ich bin Jules, die F&E-Projektleiterin. Ich hatte hier das Sagen. Jetzt soll ich wohl nur noch koordinieren. Frank kennst du ja schon. Er ist unser Lead-Designer mit Fokus auf Optik und Komfort der Schiffe. Dann gibt's noch Ella, die andere Senior-Designerin. Sie kümmert sich um die technischeren Designs, ist mit Frank zur Schule gegangen. Mike ist unser Senior-Engineer und berät uns in allen technischen Angelegenheiten. Maschinerie, Computersysteme und so weiter. Und dann wäre da noch Neve vom Marketing. Sie muss dafür sorgen, dass sich das Ding auch verkaufen lässt. Ich glaube, ich verstehe. Okay, gut. Also, bevor wir irgendwas machen können, müssen wir das Budget klären. Wir sollen das neueste, heißeste Schiff auf dem Markt bauen. Was wir nur hinkriegen, wenn uns der Vorstand mehr Geld bewilligt. Also, wir haben zwei Budgetvorschläge. Mit dem einen können wir ein, sagen wir mal, recht zweckmäßiges Schiff bauen. Müssen aber am Design sparen. Mit dem anderen Budget hätten wir mehr Flexibilität, was das Innenleben angeht. Ich nenne es mal das Spülbeckenbudget. Gefällt mir nicht und wird sich auch kaum bewilligen lassen. Welchen Vorschlag sollen wir vorlegen? Mit einem kleineren Budget können wir uns aufs Design konzentrieren. Bleiben wir beim Zweckmäßigen. Mit einem größeren Budget haben wir freie Hand. Nehmen wir den Spülbeckenentwurf. Warum kannst du nicht das ursprüngliche Budget verwenden? Welche Kürzungen müssten wir für das zweckmäßige Design vornehmen? Was ist denn am Spülbeckenbudget so falsch? Damit würden doch alle ihren Willen kriegen, oder? Ja, dann können wir uns leisten, alles einzubauen, was wir wollen. Aber es ist nicht praktikabel. Und der Vorstand wird mehr Druck machen, damit das Projekt auch erfolgreich ist. Ich fürchte, wenn wir kein Limit nach oben haben, wird mein Team versuchen, einfach hemmungslos alles einzubauen, worauf es Lust hat. Außer dem Spülbecken. Daher auch der Name. Wer weiß, welches Monster wir erschaffen, wenn wir versuchen, alle unsere Designs umzusetzen. Und würde sich so ein teures Ding auch verkaufen? Das stimmt. Welche Kürzungen müssten wir für das zweckmäßige Design vornehmen? Wir müssten uns für ein paar Designelemente entscheiden. Der Rest fällt dann weg. Mit anderen Worten, wenn wir etwas aus Mikes Design umsetzen, reicht das Budget nicht mehr für Ellas Ideen. Das ist einer der Gründe, wieso wir uns bisher noch nicht geeinigt haben. Okay. Und warum kannst du nicht das ursprüngliche Budget verwenden? Würde ich ja gern. Wäre perfekt, wenn wir damit auskämen. Aber mit dem Budget lässt sich leider keines der brauchbaren Designs für das Projekt umsetzen. Ich habe es schon abgelehnt, also muss ich so oder so zum Vorstand. Und nachdem du jetzt für die großen Entscheidungen zuständig bist, musst du bestimmen, welchen Budgetvorschlag wir nehmen. Ich würde tatsächlich sagen, mit einem kleineren Budget können wir aufs Design konzentrieren, bleiben wir beim Zweckmäßigen. Weil mit dem Spülbecken, den bauen wir ja schon selber. Das wird ja die Argonische Maid. So, dann würde ich hier mit einem kleineren Budget lassen. Klingt gut, aber denk dran, dass das Schiff dann weniger Schnickschnack hat. Wir können nicht alles einbauen, was wir gerne hätten. Franks Luxusdesign hat die teuersten Komponenten und wir bringen ihn einfach nicht dazu, die Idee zu verwerfen, damit wir unser Budget nicht überziehen. Wir brauchen seine Hilfe. Glaubst du, du kriegst ihn rum? Ich bin übrigens anwesend. dann lass uns mal darüber reden, was wir in deinem Design streichen können. Ich muss mir die Sachen nochmal durch den Kopf gehen lassen. Warum muss ich dich überzeugen? Ist Jules nicht die Projektleiterin? Ja, aber ich bin hier der Lead-Designer. Ich bewillige alle Designvorschläge. Erwartest du wirklich, dass ich etwas abnicke, das ich so fundamental ablehne?
Ja, dann lass uns mal drüber reden. Ich habe es schon zu Jules gesagt. Wir streichen nichts. Wenn du dein Ziel mit einem geringeren Budget erreichst, wird der Vorstand Notiz davon nehmen. Würde ich mal das vorschlagen? Soll das ein Witz sein? Ja. Dann gewöhnen sie sich nur daran, dass ich mit weniger auskomme. Keine Chance. Du scheinst mir vernünftig zu sein. Machen wir uns noch ein paar Gedanken darüber. Okay. Ich denke nach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du das Projekt nur für dein Ego scheitern lassen würdest. Selbst dir dürfte klar sein, warum es wichtig ist, in einem vernünftigen Budget zu bleiben. Natürlich, es ist riskant. Wenn wir das Budget überziehen und das Schiff floppt, haben wir ein Problem. Es gibt doch keinen Grund für uns, ein Problem zu haben, oder? Bitte, Frank, sei doch vernünftig. Schön, dass du langsam meinen Standpunkt akzeptierst. Ich glaube nicht, dass du so stur bist, wie die anderen sagen. Vielleicht wäre es gut für meinen Ruf, wenn ich einlenke. Von mir aus, ich weiß, worauf du hinaus willst. Wir könnten alles etwas dezenter gestalten. Brauchen wir wirklich so viel Gold? Wohl nicht. Perfekt. Ein Problem weniger. Gold? Dann schlage ich das Budget vor und danach können wir weitermachen. Als nächstes kommt die Marktforschung. Dazu rüsten wir dein Schiff mit Sensoren aus und testen ein paar reale Szenarien. Das hilft uns, praxisorientierte Designentscheidungen zu treffen. Alles klar, klingt gut. Sag mir einfach, was ich machen soll. Super. Such dir eine oder zwei Missionen in der Auftragsbörse aus und erledige sie wie gewohnt. Wir werten die Daten aus, wenn du wieder da bist. Wenn du verschiedene Missionen erfüllst, können wir ein Schiff für diverse Szenarien bauen. Wenn du dagegen nur eine Mission fliegst, können wir ein spezialisierteres Schiff entwickeln. In der Zwischenzeit solltest du auch mit dem Rest vom Team sprechen. Alle kennenlernen, Feedback geben und so weiter. Viel Glück da draußen. Warte mal. Nicht viel los. Auftragsbörse? Durch die Dinger kann ich denen Feedback geben, also können die neue Schiffe bauen oder wie? Mike Ababio. Brauchen wir wirklich noch mehr Köche für den Brei? Aber angeblich hat Walter dich ja beauftragt, eine finale Entscheidung zu treffen. Das klingt, als hättest du ein Problem mit mir. Gab es schon Probleme? Meine Kollegen sind intelligente Menschen, aber unter uns gesagt, sind sie mit dem Projekt völlig überfordert. Besonders Jules. Sie ist noch nicht lange Projektleiterin und hat darauf bestanden, dass alle Mitspracherecht haben. Bewundernswert, aber wir konnten uns auf rein gar nichts einigen. Und jetzt hängen wir zeitlich hinterher. Dann bin ich gern zu Diensten. Gut, deine Entschlossenheit dürfte uns auf den richtigen Weg zurückbringen, solange du kein völlig irres Design von uns willst. Doch, ich will ein irres Design. Apropos, ich glaube, mein Plan dürfte uns so schnell und effizient wie möglich ans Ziel bringen. Er ist simpel, ohne Schnickschnack. Und vor allem wird er mir aus technischer Sicht kein Kopfzerbrechen bereiten. Du haust mir glatt vom Hocker mit deiner lahmen Präsentation. Okay, aber kannst du mir erstmal erzählen, welchen Job du hier hast? Das Projekt klingt, als wäre es eine harte Nummer für die Technik. Ich dachte, das ganze technische Gerede hätte mich verraten. Ich bin Techniker. Das heißt, ich setze am Ende alle Pläne zusammen und sorge dafür, dass das verdammte Schiff auch fliegt. Mache ich schon seit 25 Jahren. Und das hat bisher trotzdem noch niemand realisiert, dass ohne mich hier alles vor die Hunde gehen würde. Und anstatt mich meine Arbeit machen zu lassen, geben sie mir schicke neue Titel und verstricken mich in endlosen Meetings wie dieses. Klingt nach einem klaren Den brauchen wir auch. Die anderen denken, wir müssen eine große Innovation entwickeln, aber wir müssen nur besser sein als alle anderen. Ich habe mir überlegt, es gibt schon jede Menge Jäger. Ist sinnlos, noch so ein Ding auf den Markt zu werfen. Und wir haben schon die besten Luxusschiffe der Branche. Ich denke mir, das Transportgeschäft boomt. Und bisher hat noch niemand ein Privatschiff gebaut, das auf die Arbeiterklasse zugeschnitten ist. Nichts Schickes, kein Schicki. Nur ein simples, robustes, günstiges Schiff mit haufenweise Ladekapazitäten, das sich auch von einem Dreijährigen bedienen lässt.
Die Idee finde ich tatsächlich sogar wirklich klasse. Also, ja, hier, finde ich klasse. Mit dem Entwurf bist du auf alle Fälle auf dem richtigen Weg. Was? Echt? Ich hätte gedacht, wir müssten noch länger darüber diskutieren. Ich mag die Idee. Ja, mehr Stauraum, hallo? Ich hoffe, du meinst das ernst. Weil wenn ich die anderen auch überzeugen kann, würden wir uns jede Menge Ärger sparen. Was hältst du von Stroud Eklund? Ich vermute, du meinst die Firma und nicht die Person. Auch wenn es nicht so wäre, würde ich dir erzählen, dass Walter und Isa toll sind. Die Firma ist für eine Sternenwerft noch recht jung, aber es scheint in die richtige Richtung zu gehen, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht. Ich habe eine Zeit lang in anderen Sternenwerften gearbeitet und bisher vermeiden wir viele der Fehler, die die älteren Firmen machen. Und du bist hier sowas wie der leitende Ingenieur. Ja, ganz genau. Ich bin seit der Firmengründung hier. Ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit dem Ingenieurwesen. Obwohl ich jedem immer sage, dass ich Oberingenieur bin. Ich will nichts leiten. Zu viel Verwaltung. Zu wenig Arbeit mit den Händen. Und trotzdem bin ich im Team für Forschung und Entwicklung. Arbeitest du nicht gerne in der Forschung und Entwicklung? Nein, eigentlich nicht. Mir fehlt wahrscheinlich das Ego dafür. Ich muss nichts beweisen. Mir ist egal, ob ich der Branche meinen Stempel aufdrücke. Ich will einfach nur die allerbesten Raumschiffe bauen und nicht in den ganzen Einzelheiten versinken. Aber die obere Führungsebene mag meine Arbeit und hat ein Nein nicht akzeptiert. Sie brauchten wohl jemanden, der dafür sorgt, dass die anderen nicht total abheben. Bis dann. Jo, bis dann. Seine Idee mag ich am meisten bisher. Ella Chaudhry. Du bist also mit Walter befreundet. Er hat dir mit dem Projekt ja einen Gefallen getan. Ich hatte gehofft, dass mir die Ehre zufällt. Immerhin bin ich Senior Technical Designerin. Nächstes Mal vielleicht. Aber wie dem auch sei, ich freue mich, dir helfen zu können. Hast du Erfahrung im Schiffsbau? Ein bisschen. Ich habe schon ein bisschen an Raumschiffen mitgearbeitet. Ich habe keine Ahnung, was ich hier soll. Ein bisschen habe ich schon gemacht. Wir hatten Angst, dass du völlig ahnungslos bist und das hier im Desaster endet. Wenn du nichts dagegen hast, auf uns zu hören, können wir das vielleicht verhindern. Ich weiß, dass du uns Feedback zu unseren Designs geben sollst. Soll ich dir einen kurzen Überblick über meins geben? Ja, gerne. Was für ein Schiff schwebt dir denn vor? Erst möchte ich dir eine Frage stellen. Welche Piloten werden auf dem aktuellen Raumschiffmarkt völlig übersehen? Kommerzielle Bergungsteams, Piraten, Entdecker, private Chauffeure. Kommerzielle Bergungsteams, würde ich mal sagen. Nein, aber interessant. Habe ich noch nicht bedacht. Das sollte ich mir für später merken. Meine Idee ist weniger konventionell. Ich finde, wir sollten in ein dediziertes Entdeckerschiff investieren, speziell für Amateurforscher. Wir haben zwar einige Forschungsschiffe, genau wie andere Hersteller, aber keine, die für den Durchschnittskunden in Frage kämen. Ich hoffe, dass wir damit eine neue Ära bezahlbarer Weltraumforschung einläuten können, die für jedermann zugänglich ist. Kein schlechtes Konzept, aber klingt mir sehr nach einem Nischenprodukt. Auf keinen Fall, klingt nach stinklangweiliger Technik für absolute Nerds. Wie würdest du denn so ein Schiff designen? Ich würde mit einem kleinen Schiff anfangen, ohne viel Stauraum oder Passagierkapazitäten. Außerdem bräuchte man einen hochmodernen Graph-Antrieb, um in den Deep Space zu kommen, und genug Energie für weite Strecken. Wir können die Kosten klein halten und auf teure Waffen oder Defensivmaßnahmen verzichten. Die werden ohnehin nicht nötig sein. Und natürlich sind High-End-Scanner und andere Forschungsausrüstung ein Muss. Kein schlechtes Konzept, aber klingt mir sehr nach einem Nischenprodukt. Ja, das hat Jules auch gesagt. Das sollte mir wohl zu denken geben. Danke. Ich feile meine Idee einfach weiter aus und schlage sie dann wohl nächstes Mal vor. Was hältst du von dem Unternehmen? Warum habe ich das Gefühl, dass das eine Falle von jemandem sein könnte, den Walter geschickt hat, um unser Projekt zu übernehmen? Aber ich habe ja nichts zu verbergen. Ich dachte immer, für eine enorm vermögende Firma zu arbeiten wäre furchtbar. Aber eigentlich ist es toll. Man behandelt mich gut und alles ist viel beständiger als bei einem Startup. Mir haben sich hier einmalige Gelegenheiten geboten. Ja, es ist schon ziemlich gut. Was fällt hier in deinem Aufgabenbereich? Nun ja, als Senior Designer arbeite ich an ziemlich wichtigen Funktionen dieses Schiffs.
Ich befasse mich vor allem mit den technischen Aspekten und mache sie anwenderfreundlicher. Computersysteme für Navigation, Zielerfassung und ähnliches. Es ist vielleicht nicht so glamourös wie das, was Frank macht, aber ohne mich könnte der durchschnittliche Kunde diese Schiffe überhaupt nicht fliegen. Okay. Okay, ja. Ciao. So, dann reden wir nochmal mit Jewel. Ne, oder warte, mit denen. Hallo. Brauchst du was? Ja, ich soll mit dir über deinen Designentwurf sprechen und dir Feedback geben. Du siehst ein bisschen nervös aus, stimmt was nicht? Oh, nein. Ich bin noch neu hier und alle haben so beeindruckende Designs. Und ich soll mir auch was einfallen lassen, aber ich weiß nicht, ob meine Idee genauso gut oder überhaupt gut ist. Ich fand bisher keine Idee umwerfen, also kann deine nicht schlimmer sein. Wahrscheinlich hast du recht, aber ich muss mir alle Vorschläge anhören. So, komm, wir muntern die mal ein bisschen auf. Danke, das ist nett. Aber wirklich? Keine Ahnung. Naja, okay, von mir aus. Also, ich habe mir gedacht, dass wir ein Freizeitschiff in der Flotte gebrauchen könnten. Nicht so super luxuriös wie unsere Adonis Pleasure Yacht, sondern mehr auf Familien zugeschnitten. Dass die Eltern beladen können und dann geht's mit den Kids in den Urlaub. Findest du wahrscheinlich albern, oder? Klingt eigentlich, ein Freizeitschiff fände ich großartig. Es wäre richtig nett und einzigartig. Ehrlich gesagt ist das nicht so mein Ding. Ich weiß nicht, wie gut sich das verkaufen würde. Ich muss ehrlich sein, ich finde die Idee fürchterlich. Glaubst du wirklich, dass es für so ein Schiff Nachfrage gibt? Nachfrage wahrscheinlich ja, aber was für ein Schiff hast du dir denn da vorgestellt? Ich habe noch nicht alle Details ausgearbeitet, aber wichtig wären wohl geräumige Aufenthaltsmöglichkeiten. Ein mittelgroßes Schiff, in dem sich eine oder zwei bis drei Familien bequem ausbreiten und entspannen können. Ich glaube nicht, dass es schicke Waffen oder Forschungsausrüstung bräuchte, sollte also recht erschwinglich sein. Familien wollen kein Vermögen ausgeben. Ein niedriger Preis wäre also eine Verkaufsgarantie. Also ich gehe stark von aus, das würde sich gut verkaufen auf jeden Fall. Ein Freizeit fände ich großartig. Oh, wirklich? Also, wow, ich danke. Zum Glück habe ich dir davon erzählt. Wenn wir das echt umsetzen, stelle ich eine erstklassige Werbekampagne auf die Beine. Arbeitest du gerne hier? Bislang schon, aber mal unter uns. Die Sache wächst mir ein bisschen über den Kopf. Es fühlt sich an, als wüsste ich überhaupt nicht, was ich mache. Aber den Chefs scheint es zu gefallen. Dann mache ich wohl was richtig. Es ist komisch, Leuten Ideen zu präsentieren, die sich schon viel länger als ich damit beschäftigen. Wie ist das so, für einen Schiffsfabrikanten wie Stroud Eklund zu arbeiten? Es ist interessant. Ich bin neu und hatte so etwas in der Art noch nie gemacht, bevor ich herkam. Also Marketing für Schiffe. Man muss so vieles für verschiedene Gruppen bedenken. Stil, Funktionen, Kosten und solche Sachen. Angriffs- und Verteidigungsfunktionen muss man auch im Blick haben. Der Weltraum ist gefährlich und die Leute sollen sich in ihrem Schiff sicher fühlen. Du erwähntest, dass du noch nicht lange hier bist. Was hast du davor gemacht? Ja, ich bin erst seit ein paar Monaten hier. Davor habe ich Marketing für Chunks gemacht, aber das war eher so etwas wie ein Praktikum. Schiffe sind was ganz anderes. Ich habe mich spontan beworben, weil ich dachte, dass es Spaß machen würde. Dann haben sie mich eingestellt. Ja, okay. Mach's gut, okay? So, dann noch mit ihm, Frank Gilmer. Ich designe schon seit über 10 Jahren Raumschiffe. Du musst Walter ja wirklich beeindruckt haben, um das Projekt hier zu kriegen. Oder war es Vetternwirtschaft? Ach, egal. Vielleicht sieht er ja in dir, was er in mir sieht.
Jules hat mich gebeten, dir Feedback zu deinem Design zu geben, also erzähl doch mal. Ich weiß, du willst mein Feedback eigentlich gar nicht hören, also bringen wir es hinter uns. 10 Jahre Erfahrung sind weniger wert, als du offensichtlich denkst. Kannst du mir etwas über dich erzählen? Was denkst du, was Walter in dir sieht? In uns? Ich hoffe, er sieht unsere Leidenschaft. Ich weiß zwar, dass er mich schätzt, aber er muss mich noch von den kommerziellen Fesseln befreien und mir freie Hand lassen. Aber Walter hat dir deutlich mehr Kontrolle über unser Projekt gegeben. Vielleicht kann ich ja von dir lernen und ihn überzeugen, dass auch ich bereit dafür bin. Kannst du mir etwas über dich erzählen? Als Designer möchte ich dem Kunden die Schönheit im Raumschiffdesign vermitteln. Ein Flug in unseren Schiffen soll ein Erlebnis für alle Sinne sein. Ich habe Preise gewonnen. Ich bin stolz auf meine Arbeit, aber bescheiden. Mein Ziel ist es, dem Vorstand eine andere Sicht auf Angestellte wie mich zu vermitteln. Wir sind Künstler, keine Zahnräder im Firmengetriebe und sollten uns kreativ entfalten dürfen. Ich weiß, du willst eigentlich mein Feedback gar nicht hören. Das habe ich nie gesagt. Aber wenn wir schon nach den Regeln spielen müssen, sagen dir meine Ideen vielleicht mehr zu als meinen Kollegen. Stell dir ein Luxusschiff für auserlesene Geschmäcker vor. Jede Funktion ist auf maximalen Komfort und Seelenfrieden ausgerichtet. High-End-Technik, höchste Präzision, ein Raumschiff für alle, die gesehen werden wollen. Es wäre die absolute Elite unter den Privatschiffen. Die Idee finde ich großartig. Das klingt mir nach einem lohnenswerten Ziel. Gar nicht schlecht, aber du solltest noch ein bisschen an deiner Präsentation feilen. Da habe ich schon bessere Ideen gehört, die in Delirium entstanden sind. Wie würden wir denn so ein Schiff designen? Das Schiff sollte geräumig, aber noch Mittelklasse sein. Wir würden nur allerhöchste Qualität verbauen, mit den teuersten Modulen auf dem Markt. Es sollte Sicherheit vermitteln, aber nicht bedrohlich wirken, mit Fokus auf Defensivmaßnahmen. Vor allem sollte sich der Kunde vorstellen, dass sein Lieblingsstar oder vielleicht sogar Walter selbst das Schiff fliegt und anderen weiterempfiehlt. Ich finde es gar nicht schlecht, muss ich sagen. Kann man auch ja gut vermarkten, sagen wir mal so, an die Mittel- oder hohe Klasse hier von Leuten hoch. Also an die Mittel- bis Vielverdiener. Aber ich finde, also meiner persönlichen Meinung, wenn man etwas liefert oder produziert, herstellt, was für jeden von guter Qualität ist, das jeder nutzen kann, jeder also für jeden zugänglich ist, da das ist irgendwie mehr wert, finde ich. So, das könnte man viel, viel mehr verdienen. Ist das ein Witz oder? Ach ja, ich weiß, was du meinst. Wir brauchen mehr drumherum. Wer fliegt unser High-End-Luxus-Schiff und wohin? Was hat sie zu dieser Reise getrieben? Und warum sehnen sie sich so nach Aufmerksamkeit? Ah, danke. Dann überarbeite ich meinen Entwurf lieber nochmal. So, was ist los, Frank? Wieso verteidigst du deinen Entwurf so vehement? Weil ich der leitende Designer bei diesem Projekt bin. Es ist mein Job zu designen. Es ist frustrierend, weil es ständig Widerstände gibt. Und Jules glaubt, dass das Produkt besser wird, wenn wir es alle zusammen designen. Da jeder ein Mitspracherecht hat, kommen wir nicht weiter. Vorher war es einfacher. Warum arbeitest du hier, wenn du so unzufrieden bist? Nur weil mir unsere Ausrichtung nicht gefällt, heißt das nicht, dass mir die Bezahlung nicht gefällt. Außerdem kann ich mit jedem erfolgreichen Design die Firma dahingehend beeinflussen, diesen typischen Mist sein zu lassen und mittels Kunst und Innovation wieder Risiken einzugehen. Aber es ist, wie es ist. Und wie war das mit dem Verkauf von Schiffen an Promis? Warum war das noch gleich so wichtig? Ein Wort. Geltungskonsum. Bist du mit diesem Konzept vertraut? Ich weiß nicht recht, was das bedeuten soll. Natürlich nicht. Es bedeutet, dass jemand etwas Teures vor allem deshalb kauft, weil es teuer ist, um seinen Reichtum zur Schau zu stellen. Wenn wir also auf die wohlhabende Elite und Prominente abzielen und ein Schiff teuer anbieten, kaufen sie es. Andere tun es ihnen dann gleich, um im Trend zu sein. Stell dir vor, dass ein Star wie Borealis aus einem unserer Luxusschiffe steigt. Das will dann jeder haben, um sich auch wie ein Promi zu fühlen.
Gar kein Fan von sowas. Wirklich, gar kein Fan. Einfach nur, um zu flexen. Einfach, um reich Ja, auszusehen. Nee, bis danke. dann. Seine Idee gefällt mir am allerwenigsten von allen. Wir sind alle super froh, dass du hier bist. Oder Leute? Sind wir. Wenn du willst, könnte ich dir jetzt Oh ja, Feedback geben. ich habe tatsächlich einen Entwurf. Ich habe zwar nicht erwartet, dass du mir Feedback gibst, aber warum nicht? Ich würde gerne weiter auf den Sternjägermarkt expandieren. Besonders bei den harten Freestars gibt es mittlerweile echt jede Menge Kopfgeldjäger und Söldner. Gefällt mir, klingt nach einem tatsächlichen Verkaufsschlager. Du sollst vielleicht noch an der Präsentation arbeiten. Mich hast du noch nicht ganz überzeugt. Ist die Nachfrage nach Sternjägern denn so groß? Freut mich, dass du fragst. Nein. Und ja, es gibt jede Menge Arbeit, für die man ein gutes Kampfschiff braucht. Aber das meiste Geld wird mit UC-Militärverträgen gemacht. Es besteht die Chance, dass die UC uns beauftragen, das Schiff für sie weiterzuentwickeln. Und wie würden wir so einen Sternjäger Sie designen? würden ihm gute Waffen und solide Defensive geben. Außerdem sollte er schnell und wendig sein. Die meisten Sternjäger sind eher klein, aber die ganzen raffinierten Module treiben die Kosten in die Höhe. Du sollst vielleicht noch ein bisschen an der Präsentation Du könntest arbeiten. recht haben. Ich muss meine Idee wohl anders präsentieren. Ich denke noch mal darüber nach. Danke. Wir reden dann später. Ja, okay, also. Warte, jetzt muss ich hiervon eins machen. So, Tracker-Allianz-Auftrag. Ach so, das. Verbleibende Zeit 7 Tage, 12 Stunden. Passagierraum 0 vor 2. Ich würde das hier mal machen, Mission annehmen. So, wo muss ich hin dann? Sag bestimmt. Warte mal. Und eine Kopfgeldmission. Ah, eine Kopfgeldmission Falls muss du ich auch noch Probleme machen. hast. Okay, aktiviere ich das mal. Ach komm. Ich nehme alle. Auf meinem Schiff ist nicht genug Platz für diese Passagiere. Okay. So, warte mal. Nee, welches aktiviere ich jetzt? Ich mach zuerst den hier. Hallo, Captain. Hallo. So, einsteigen. Dann mal gucken, wo die Passagiere sind. Auf jeden Fall nicht hier unten. So, es ruckelt aber auch ein bisschen viel jetzt gerade. So, wo sind sie denn? Irgendwo müssen die doch chillen. Ich Danke, fände dass ich es an Bord ziemlich sein gut, darf. Wenn wir keine Hoffentlich Aufmerksamkeit gibt es erregen keine würden. Probleme. Okay, das sind die. Vasco, du bist hier im Weg. Vasco. Aus dem Weg, Vasco. 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 So. Okay, haben wir aber schon mal gefunden. Hier. Aber das Cockpit gefällt mir auf jeden Fall. So, welche Richtung dahin? Eridani.
Schaffen wir das von der Entfernung her? Ja. Wieso kann ich mit dem anderen jetzt nicht? Ah, okay. So funktioniert das. Jo. Können wir uns revanchieren? Ich könnte ein paar Ersatzteile gebrauchen. Ja, komm, nehmen wir Ersatzteile mit. Alles Gute da draußen. So, da kann ich die anderen jetzt hier mal looten, oder? So, da vorne. Den Loot will ich ja haben. Ich hoffe, wir haben den Platz dafür. So. Und da hinten. Oh, der, das sind 3 Kilometer. Oder? 3 Kilometer? Oder sind das, oder 3000 Kilometer. Oder zählt das für Meilen? Meter sind das wohl eher nicht. So, zur Karte. Industrielle Außenposten. Okay, da wollen wir landen. Kann das sein, dass das ein Eisplanet ist? So, verlassen. Wie kann ich Ihnen dienen, Captain? So, da will ich rüber. Jo, ist ein Eisplanet. Okay, die Quest ist schon erfüllt, erledigt. Gehen wir nochmal da rein. Ins Exil? Okay. Abheben. Machen wir dann nochmal eine Kopfgeldjagd. So, da. Da haben wir's. Oh. Ja gut, dann... Erstmal bis Krix. Springen wir erstmal dahin. Dann von da aus nach Ixil.
Warte mal. In die Richtung muss ich gucken, ne? So, jetzt müssen wir aber klappen. Auch wieder nicht. Ah, Stoßer, okay. Stoßer müssen wir eh nochmal hin. Dann hier. Dann machen wir zuerst Stoßer. Wenn die beide direkt nebeneinander sind, dann können wir die direkt hintereinander auch erledigen. Mit der Kopfgeldjagd. Shosa V.I. Hey, hier drüben. Hier hast du ein paar Teile übrig. Unser Neuling hier hat einen Asteroiden gestreift. Wir müssen das reparieren. Ich hatte schon so ein Gefühl bei dir. Zwei Einheiten Schiffsteile dürften reichen. Ja, okay, komm hier, bitteschön. Du hast uns gerettet. Hier, bitte, für deine Hilfe. Jo. Okay. So, und jetzt schnell darüber. Ah, da haben wir's. Warte mal. Wieso? Wieso funktioniert das nicht? Ich wollte gerade sagen, warum funktioniert das mit dem Dings hier nicht? Geschütze können nicht manuell abgefeuert werden. Warum? Das ging mir jetzt gerade richtig auf den Sack. So, Yxel, da wollen wir jetzt auch nochmal hin. Das machen wir noch. XXB. Okay. Oder IXB. Dann machen wir eben die Kopfgeldjagden. Anvisieren. Wieso kann ich den jetzt nicht hier abfeuern? Okay, den haben wir. Oh. Wo ist der andere? Alter, komm. Alter, wieso dreht er sich so schnell? Okay, den haben wir. Wo ist denn der andere jetzt? Komm, komm, komm. Alter, wieso dreht er sich so schnell? Wo ist er denn? Wo ist der Wichser? Da. So. Haben wir die. Der ging mir jetzt gerade richtig auf den Piss. So, wir haben hier irgendwo noch Teile. Der war mir ein bisschen zu wendig, sagen wir mal so, der Gegner. Ich glaube, ich brauche ein stärkeres Raumschiff. Also. Was heißt ein stärkeres Raumschiff als so eins? Sagen wir mal eins, das auch wendig ist.
kommen. Da will ich jetzt schnell hin. Und los. Ach so. Gut, dann würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.